Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Battlefield 1. Die Schlacht geht weiter. Nachdem wir in der letzten Folge so viele Matches bestritten haben, ja, geht's jetzt weiter. Ich bin echt mega froh und ich werde auch teilweise hier Türkisch sprechen. Ja, sprechen. Habe ich irgendwie Bock drauf, ich weiß nicht warum, weil wir sind ja hier gerade der Türke. Gut, nehmen wir mal gleich das Pferd. Und los geht's. Evet arkadaşlar, koşun. Kosch bedeutet Rennen. Was für ein geiles Spiel. Ihr habt auch schon fleißig in die Kommentare geschrieben, wie das Game denn so ist. Und dass ich zum Beispiel die Videos viel zu kurz mache. Ich kann es leider noch nicht ändern, weil ich bin halt wirklich... Muss ich ein bisschen sputen. Ich muss mich ein bisschen sputen. So, schauen wir mal nach. Okay. Ich finde das Game so geil. Es macht richtig viel Spaß. Habe ich ja auch schon letztes Mal gesagt. Ich kann mich ehrlich gesagt nur wiederholen, ne? Ich finde es auch gut, dass auch mal Türkei oder so hier repräsentiert wird. Frag mich nicht warum. Oh, da hinten ballern sie richtig los. Boah, wie geil, der Zug. Alter Schwede. Die treffen mich noch. Alter. Heiliger Bimmer. Oh mein Gott. Komm, 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 wir müssen D einnehmen. Jürü, jürü. Bedeutet Lauf. Wie geil das ist, ey. Richtig geil. Super, wir haben D eingenommen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder am Start seid. Wie gesagt, wir spielen das Spiel immer noch auf dem PC, logischerweise. Alter Schwede, habt ihr den Schuss gesehen? Krass. Auf dem Pferd hat er mich erwischt. Heftig. Wartet mal, wir gehen auf jeden Fall jetzt mal in eine andere Position. Welche nehmen wir denn? Hier hinten ist doch eine, ne? Komm. Sekunde. Was? Ah, ich will auch mal hier ins Flugzeug. Kann ich auch mal machen. Komm, flieg! Wer mich da auch abknallt, der soll leiden. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Flieg, Mann, flieg. Mach jetzt keinen Mist. Ich hoffe, wir kommen nicht hinter uns. Shit. Boah. Das war so ein Artilleriegeschützturm oder so. So. Ab nach A. Ich weiß nicht warum, aber ich will A einnehmen. Fuck, wieso habe ich auf die Sniper genommen? Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Hier ist auf jeden Fall einer, da oben. Fuck. Komm, komm. Fuck. Vom Wort Erden geschossen. Ach, da hinten. Boah, was? Ja, das war ein bisschen blöd. Schaut euch die Türken mal an. Die gehen ja richtig ab, die Türken. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wartet mal, ich will hier lieber Medic nehmen. Ich glaube, Medic ist einfach effizienter hier. Finde ich. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Wieso sind die denn... Boah, schaut euch mal an, was wir alles hier gerade einnehmen. Wir sind selbst bei E. Richtig geil. Was ich ein bisschen schade finde, ist an Battlefield 1 zumindest momentan, dass das Game eben... Ja, nur eben Conquest und Rush bietet. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Man hätte da viel mehr Maps unter anderem hinzufügen können. Und ich weiß auch, dass ich nicht der Beste bin. Also, das ist mir mittlerweile auch bewusst. Was ist das denn für eine Waffe? Ach so. Krass. Boah. Was für eine Wumme. Heftige Wumme. Aber ich will die ändern. Toll. Haben wir noch andere Waffen hier? Aber ist auch geil, ne? Schaut euch mal das Wetter jetzt an. Es ist dunkler geworden. Das ist richtig gut gemacht. Muss man einfach mal gestehen. So, wir können jetzt theoretisch zu Fuß laufen, ne? Moment mal, da schießt doch einer hinten. Aber warum? We have taken objective apples. Interessant.
Okay. Wollte ich mir mal ganz kurz anschauen, was die Kerle so machen hier. Es ist wirklich interessant. Es ist wirklich interessant. Interessant. Und trotzdem bräuchte ich jetzt irgendein Gerät zum Fahren. Da hinten. Komm, das nehme ich. Und rein. Hier war ich noch gar nicht drin. Und lässt sich auch mehr oder weniger nicht so gut bewegen. Alter Schwede. We have taken objective butter. Schön. Boah, was? Wir haben fast alle Punkte. Merkt ihr das? Komm, wir gehen mal nach E. G. Nach G. Pulle, Pulle drauf. So, Leute, ich komme. Alter Schwede. Fuck. Oh Gott, ich bin gestorben. Ich konnte gar nicht mal raus. Heftiger Mist. Dieser Zug ist einfach nur widerlich. Der ist furchteinflößend. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Das ist mir jetzt mittlerweile auch aufgefallen. Wir wollen ja nach G gehen. Ob das wohl geht, weiß ich nicht. Wo sind die Leute denn, die Kupan? Ich warte mal auf den Kerl. Gehen wir auf jeden Fall mal nach G. Los, renn. Boah, das sieht so krass aus hier. Achtet. Shit. Ich krieg Schiss ab. Alter Schwede, ich wurde überfahren. Der Penner hat mich überfahren. Der wird auch auf jeden Fall gestorben sein, dieser Typ. Wieso bin ich überhaupt hier gejoint? Das war ja voll kontraproduktiv. Boah, was? Komm, jetzt gehen wir alle zu F. Ich glaube, hier werden sich alle versammeln. Denke ich einfach mal. Oder? Würde ich jetzt mal ganz dumm vermuten. NASA gibt's hier. Shit. Ach du Scheiße. Aha, sana bir sivri yardım çantası. Şu sivri yardım çantasını al. Komm, Alter, stimmt. Was? Er war hinter mir. Dieser Drecksack war hinter mir. Alter Schwede. Was zum Teufel? Kann man nicht im Chat schreiben gerade? Scheiße, kann man nicht, ne? Fuck, wir müssen F verteidigen. Wo ist der Kerl? Wir müssen F verteidigen. Oh mein Gott. Rennt, Leute. Koschun. Koschun, koschun. Hier. Boah, wie krass das ist. Das ist so realistisch gemacht. Wo ist der denn überhaupt? Ich kann nicht treffen, ich kann nichts machen. Fuck, Mann. Das sind einfach zu viele da. 3, 4 Leute, da kannst du vergessen, ohne Spaß. Richtig viele. Das ist richtig übel. Wisst ihr, was mir hier fehlt? Auch so die Action, dass die einfach langfristig da ist. Diese Action fehlt mir, muss ich einfach zugeben. Also, weil ich bin echt der Meinung, wir sterben viel zu schnell. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Vielleicht bin ich auch einfach zu schlecht, das kann auch sein. Dagegen gibt es keine Anwände. Um Gottes Willen. Aber ich finde ja wirklich, ich sterbe zu schnell. Nach ein paar Schuss bist du direkt tot. Und teilweise ist es so unübersichtlich hier. Wahrscheinlich auch. Ich komme, Leute. Warum guckt euch das mal an, wie schnell ich wieder gestorben bin. Das geht viel zu schnell. Das geht viel zu schnell. Ich sterbe hier viel zu schnell. Gut. Dann nehme ich die Kavallerie. Dann mal los. Das auch mit dem Schwert hier finde ich richtig geil, weil es auch wirklich mittelaltermäßig ist. Das
gefällt mir an dem Spiel. Auch hier die Atmosphäre. Schaut euch mal bitte den Himmel an. Das ist einfach so krass. Und auch mit den Bomben jetzt. Habt ihr es gesehen? Wahnsinn. So, jetzt hole ich mir die hier. Zack. Kurzer Prozess. So schnell werden wir das hier nicht einnehmen, das weiß ich. Komm, komm. Alter Schwede, habt ihr, seht ihr gerade den Bug? Komm, Alter, den hole ich mir. Kurwa, ey, wie weit? Da. Komm, schieß, Alter. Mann. Der ist hier auf jeden Fall irgendwo. Komm, Alter. Verkack endlich. Nice, wir haben ihn. Der lag da einfach mal. Los, Leute, wir müssen... Boah, was? Was geht hier ab? Ich verliere die Orientierung. Komm schon, wir müssen B einnehmen. Das werde ich nicht schaffen. Zu schwierig. Oh mein Gott. Granate? Jawohl. Fuck. Granate. Hoch. Runter. Fuck, Alter. Wie viele Granaten haben die reingeschmissen? Nice. Richtig geil, Mann. Diese Runde hat richtig viel Spaß gemacht. Liebe Freunde, das war dann wieder eine weitere Episode von Let's Play Battlefield 1, der Beta. Ich finde einfach, das Game macht wirklich richtig viel Spaß. Das ist auf jeden Fall gut umgesetzt. Ich muss auch zugeben, nach diesen ein paar Runden, es wird einem nicht langweilig. Das ist echt meine Meinung. Das ist mein Eindruck und das ist, finde ich, gerade in solchen Fällen mir persönlich immens wichtig, einfach zu wissen. Und die nächste Runde startet in circa 30 Sekunden. Ich hoffe dann in der nächsten Episode. Bis dahin, liebe Freunde.